Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer Folge Rust. Ja Leute, wie gesagt, ich war jetzt schon kurz davor eigentlich knacken zu gehen, aber ich habe mir gedacht, komm, es fehlt echt nicht viel, 488 haben wir. Ja, ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Kasulfun, ihr seht auch hier, ne? Das hatten wir schon vorher. Ich brauche halt die AK, wenn wir mit Explomungas geben wollen. Ja, noch besser wäre natürlich das MG. Aber dafür müssten wir erstmal ein Heli holen. Aber ihr seht, ich habe jetzt... Wir sind endlich fertig. 30 Steine. Mauern haben wir auch nochmal eine liegen. Ja, das läuft alle, ne? Ach, ich habe mich vorne alles gelassen, weil ich nichts, weil ich Platz brauchte. Suit ist zu kalt, ist scheiße. So, was haben wir? Jacke. Ja, ist doch gut. Frage, ob ich noch einen Wurfschädel hier unten habe, wahrscheinlich nicht. Gut. Holen wir mal noch mal eben ein und dann, wie gesagt, machen wir mal noch mal einen Loot dran. Normal sollte ich alles vorne haben, aber ich nehme trotzdem noch mal hier was mit. Haben wir halt mal zwei Ausrüstungen vorne, ist aber auch nicht so tragisch. Gut. Ich habe mir überlegt, aber normal könnte man die Geschütze ja auch jetzt schon kaputt machen. Geschütze kann man, sollten nicht geschützt sein eigentlich. Vom Offline-Weltschutz. Also von daher selber schuld, wenn man die draußen hinzimmert. Könnte man also ganz legitim machen. Nur mal so am Rande. Ein bisschen wenig Muni, aber muss reichen. Er ist auch noch zum Feuern hier wie ein Stier. Obwohl, das war dumm. Das nimmt kein Ende hier mit dem Zeug, ne? Ich weiß jetzt nicht, was da nur... Meine Güte, was da noch drin ist. Aber ich denke mal, so 30k Sofa haben wir dann nochmal fertig. Wir haben 15k Schießpulver. Ja, ist egal. Jetzt nehmen wir die beiden Sachen mit. Ist ja egal, welche Karten wir mitnehmen. Ja. Ich denke, ich werde auf jeden Fall dann C4 noch machen. So ein Tech Trash auch, den wir jetzt vielleicht noch sammeln. Würde ich gerade, ob ich nochmal alle Fässer mitnehme, die jetzt hier gerade so rumstehen. Vielleicht könnte man nämlich dann... Ach komm, den kriegen wir eh nicht mit. Durch die verkehrte Werkzeug schon mitgenommen. Vielleicht kann ich diesen Rückstoßverminderer dann da auch noch lernen. Damit komme ich dann wenigstens ein bisschen mit der AK klar. Also für alle, die übrigens Probleme haben mit der halbautomatischen, macht euch das Ding auf dem halbautomatischen Gewehr. Dann dazu in der Hocke gehen, dann ist das echt easy peasy. Problem ist, du hast halt manchmal Schüsse, selbst wenn die ins Ziel gehen würden. Verreißen die halt sozusagen. Ich
Könnte aber auch auf jeder Waffe machen. Also, wo euch der Rückstoß zu heftig ist. Oder wenn ihr mit dem Rückstoß nicht klarkommt. Macht euch diese Bremse da drauf. Wie gesagt, die vermindert auch nicht den Schaden. Es ist halt manchmal, dass ihr dann nicht trefft, obwohl ihr treffen würdet. Mit welcher Wahrscheinlichkeit kann ich euch nicht sagen. Aber wie gesagt, bevor ihr gar nicht trefft, macht das schon Sinn, das Ding drauf zu machen. Ja, und ihr seht diese fiesen Scientists hier, die an der Straße rumeiern. Direkt pushen. Der Doppelläufing und fertig. Ist, glaube ich, das Einfachste. Wenn man sich da auf einen langen Fight einlässt. Ist, glaube ich, auch nochmal ein richtiger da, ne? Natürlich wieder ein bisschen wenig Munition mitgenommen. Ach komm, holen wir uns den auch noch. Ja, normal sollte, wenn ihr ganz nah rangeht, reicht auch ein Schuss. Habt ihr jetzt auch gesehen. Ein Schuss in die Birne. Sollte dann ausreichen. Sollte also auch mit einer Waterpipe gehen. Aber vom Schaden her ist das dasselbe. Und ihr habt ja gesehen, wie lange der jetzt zum Reagieren braucht. Also halb so wild, die Jungs an der Suite. Gut, wir gehen in so Standardrunde. Ich fange außen an, gehe dann da in den Turm und dann so zu... Ja, ihr wisst ja. Soll ich euch noch erzählen, ja. Und guck mal, was bei rumkommt. Und dann können wir eine Fuhre gleich schon squabben. Negern brauche ich eigentlich gar nicht mitschleppen. Jetzt nur wegdroppen. Haben wir so viel zu Hause, genau wie Seile. Aber wenn wir natürlich 2-3 AKs machen wollen, brauchen wir natürlich auch Federn. Gesagt, schon 3 Stück im Inventar, läuft bei uns. Das ist sehr gut. Irgendwo lief doch hier gerade so ein Mörder rum. Auf jeden Fall ein blauer Armeemann. Mein Gott, du hast ja schon 2 Headys gehabt. Schon abgeschaltet. Ich dachte, 2 Headys reichen. Selbst schuld. Das andere kriege ich nicht mit. Auch schon mal mehr los, wollte ich gerade sagen. Granate. Ja, hier ist alles am Start. Oh Mann, ey. So viel Rohre, ey. Hammer. Nein. Nein. Nein.
Hauptsache, da liegt erstmal dreimal so in der Reihe, ey. Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten halt, ne? Gerade was Rohre betrifft und jetzt auch mit dem Sofa-Zeug. Ein Raketenwerfer hat da klar den Vorteil, dass du vier Dinger wegnimmst. C4 halt nicht. Aber wir haben halt keinen. Wir haben ja einmal mal einen gesehen gehabt, ja. Aber wie gesagt, ich werde so Rohre erstmal aufheben. Also ich glaube, wir haben 40 Stück. Jetzt habe ich auch schon wieder 10. Weil da hätte ich natürlich doch schon Bock drauf, euch nochmal irgendwie in die Welt mit dem Raketenwerfer zu zeigen. Natürlich so oder auch nicht so einfach, wenn das direkt einmal weggeholt wird. Ach komm, ey. Oh, da muss er nachladen, was? Alter, du kannst doch gar nicht mehr so viel brauchen. Ey, muss ich mitnehmen. Okay. Hört sich schwierig an. Granate. Vielleicht beim Airdrop, dass die Jungs sich gesprengt haben. Aber nur einer. Ich meine, gut, dass wir natürlich zwei schon gekillt wurden. Noch nie auf der Waffe gehabt. Mal gucken, ob da noch mehr Explosionen folgen. Ich denke nicht. Sich so granatenmäßig an, würde ich sagen. Versäckelt! Ja, ist doch scheißegal. Gerade aufgenommen, wieder weggeschmissen. Die Granaten wollte ich eigentlich mal schmeißen hier. Mal ein bisschen nach. Komm, mach doch weg den Mist. Aber seht ihr, wie lange hier schon keiner mehr war, ey. Ja, ich trödel jetzt nicht so lange rum hier, wie sonst immer. Sonst ist gleich wieder da hinten alles aus. Wir da sind. Ich mag das Visier halt. Ja, damit gehen auch die Headies, ne? Besser. Ach, jetzt weiß ich auch, warum das letztes Mal schon wieder aus war. Wahrscheinlich zu lange hier am Scrabble rumgeeiert haben. Und wenn ich es mitnehme, wir haben so viel Seide. Folie brauche ich eigentlich auch nicht mitstören. Stoffen haben wir, bis der Arzt kommt. Aber das ist Schwachsinn eigentlich. Hier, das können wir scrappen. Eine Sicherung brauchen wir gleich. Federnrohre ist wichtig, das ist wichtig.
Ja, diesmal gibt es nicht ganz so viel Squab, ne? Und durch Zackfisch und Rohre und so nicht mehr squabben. Ja, kommen wir das nächste zum Squabben. Ein Rumlaufen hören. Oh, Mary Jane ist online. Ist das nicht die, die wir geradet haben? Aber die Butze war ja schon am Zerfallen. Das war ja. Ich würde sagen, hier läuft auch immer einer. Und dann lauf weg. Dann lauf weg. Oh, alles Waffenkisten läuft. Ja, es wird wohl auf C4 hinauslaufen hier. C4 Raid. Oh, das ist auch nicht schlecht. Oh, auch hier ziemlich viele Waffenkisten. Ah, oh, noch ein Lokal. Oh, und 3 Tech Trash läuft. Neppy läuft auch. Kann man. Was mehr gibt. 20 Rohre. Problem ist jetzt, Karte kriege ich nicht mit. Vier. Also gut, das lohnt sich nicht zu squammen. Dann nehme ich lieber die Karte mit. Ja, die grüne Karte könnten wir auch noch entsorgen zur Not. Jo, hat sich doch aber gelohnt, hier nochmal reinzugucken. Ernsthaft, ey. 5 Body Hits, der läuft einfach weiter. Drecksau. Dass man die nicht direkt benutzen kann. Ach nee, komm, ich habe keinen Bock, die beiden Kisten auch noch zu holen da oben. 300 Scrap haben wir. Sollen wir scrappen das eben hier nochmal eben. Obwohl, komm, wir können es auch mitnehmen. Wir gehen E-Kanalisation. Wir haben eh noch ein bisschen was zu liegen, was wir scrappen können. Das ist eine Granate, wollte ich doch mal werfen hier. Ja, man kann halt schneller zielen mit dem Visier, ne? Oder ich zumindestens. Viele mögen das ja auch nicht. Also. Hier los. Aha. War der von uns noch? Liegt der so lange? Könnte natürlich immer ein paar Granaten auf Geschütz werfen. Ich weiß nicht, was so eine Granate macht. Ja, aber mit C4 geht es halt recht zügig, ne? Also so ist ja auch nicht. Da ist die Frage, ob du die Looträume kriegst oder wenn dann am Blech kommt. Dann wird es natürlich extrem teuer, aber mein Gott. Mal, wenn wir jetzt ordentlich nochmal C4 machen können, was haben wir jetzt? 12, 6. Ich glaube 8 haben wir noch liegen oder so. Wir haben nochmal 3 Leppis, die wir squatten können. Ich denke, wir werden jetzt nichts aufheben in der Hoffnung, dass wir einen Raketenwerfer noch finden. Sagen wir, hauen einfach alles in C4 rein, den Rest in Explo Moon noch. Craft dann 1-2 RKs. Und dann würden wir mal ein Raid angehen. Wer es dann ist, kommt drauf an, wer online ist, wenn wir online sind.
Weiß nur von zwei. Jetzt sind auch drei. Oh nein, aber ich habe halt keine Ahnung, wo die wohnen. Sind auch andere, wie vorhin online waren. Von daher müsste ich jetzt wieder alle Butzen ablaufen. Natürlich keinen Sinn macht. Ja. Ich weiß auch nicht, was hier los ist, ey. Alles ist voll. Gut. Stell mal ihn vor. Erstmal. Vor der AK, kackendreist. Das mal eben hier drin. Ja, ihr seht auch hier, ne, schon wieder auf dem Bauschrank Drohnen liegen. Also, klar, wir müssen AKs craften, das kostet ein bisschen. So, wir haben 60 Rohre. Das muss reichen. Zwei nehme ich mit. Hier können wir auch locker die. Ach, kannst du eigentlich fast alle mitnehmen. Wir haben so viel liegen. Gut, Gewehrgehäuse behalten wir. Der Stack auch noch voll. Dann haben wir gar nicht. Federn brauchen wir, aber sieht auch gut aus. So. Sicherung haben wir. Dieser sollten wir vorne haben auch. Blaue und grüne Karten. Dann haben wir nochmal Rohre. Den können wir squappen. Interplate. Was können wir hier lassen? Sensor. Ja, ich weiß halt nicht. Komme ich hier wieder mal auf? Brauchen aktuell jetzt nicht so Haiku. Können wir vielleicht auch mal was aufheben von Stromzeug. Ja, ist jetzt nicht mordsmäßig viel, aber Tech Trash halt. Wäre schon ganz wichtig noch. Gut, ja, Karten haben wir hier. Sicherung können wir auch beide liegen lassen, passt schon. Hier auch mal hier ein anderes reingeschmissen. Warum bist du denn jetzt verkehrt rum drin? Habe ich dich aus Versehen mal umgedreht? Geil. Kann man den mit dem Hammer drehen? Anscheinend. Gut. Wahrscheinlich fertig, ne? Ne, noch nicht ganz. In den letzten Zügen. Gönn dir. Bisschen bin ich Muni. Wenn es im Gefecht kommt, aber scheiß auf. Feuer frei. Ich bin müde, muss schlafen. Ich will übrigens die AK noch lernen. Und wie gesagt, ich crafte dann noch nebenbei. Das C4 fertig und. Ja. Dann gucken wir mal. Wie gesagt, ich habe heute frei. Also gegen Abend. Weiß nicht, Resident Evil, weiß nicht, ob es heute rauskommt oder morgen, habe ich auf jeden Fall gestern gekauft. Oh, warum nicht? Natürlich auch Bock drauf. Aber schauen wir mal. Deswegen, wenn ich dann schon mal alles fertig habe, kann man halt dann einfach auch mal einloggen. Mal eben für den Raid. Ja, scheiß drauf, ich weiß, sind nur 10 HP, aber. Wo mir gleich hier ein Spieler um die Ecke kommt. Oh, nice! Läuft aber bei uns heute auch. Ja, können wir jetzt auch noch hier einen Platz zu sparen. Mach auf. Was ist denn los jetzt hier? Suti, Suti. Ja gut, diese Und-Ohr-Dinger, die kann ich auf jeden Fall scrapen, die will ich nicht brauchen. Selbst wenn wir was mit Strom machen. Das wird einfaches sein.
Platte, ja, könnte man mitnehmen. Kitchen. Natürlich Rohre. Die haben schon auch noch nicht gelernt. Krass, ey, ich sag ja. So länger keiner da war. Gut, Zahnräder nehme ich mit, weil da haben wir gar keine. Außer die zwei, die ich vorhin reingepackt habe, ja. Boah, läuft, Leute. Läuft. Ja, so brauchen wir uns keine Sorgen machen. So werden wir unsere Putze halten können. Von den Kosten her. Ja, ganz wichtig, so ein Unterhemd. Aber wieder eine Feder, also. Das läuft auch. Gut, 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 gut. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Ausblick. Wie gesagt, geplant ist auf jeden Fall Militärtunnel. In den nächsten Folgen jetzt werde ich es versuchen. Schiff möchte ich gerne ein, zweimal versuchen. Haben wir extra die Butze da gebaut. Und ansonsten halt, wie ich schon sagte, gucken, dass wir vielleicht einen Raid hinkriegen. Oder dass wir mal deffen müssen oder sowas. Ansonsten, wenn ich so Farmerama mache, ich meine, aufklären jetzt mehr als die Butzen werden wahrscheinlich jetzt die nächste Zeit auch nicht mehr kommen, denke ich so. Ich sag ja so 20, 25 Leute sind noch aktiv pro Tag. Aber wir haben jetzt unsere Gegend hier komplett aufgeklärt. Dann kann ich euch auch, wenn ich eine Farmrunde mache und dabei aufkläre, kann ich euch auch sagen, welche Base eventuell aktiv ist oder welche eventuell weg ist oder sowas. Jetzt einmal so gesehen, was bei uns in der Nähe ist. Das sollte reichen. Oh Mann, jetzt fehlt mir ein ganz klein wenig Squab, damit ich die alte Bremse auch noch leeren kann. Problem ist, ich weiß jetzt nicht wie viel. ...75 hatte ich ausgegeben, mach so. Das sollte auf jeden Fall reichen. Obwohl, hier sind ja auch nochmal Kisten eigentlich. Ja, das ist jetzt meine Vorstellung, ob es so kommt. Ihr wisst selber, Rust. Weiß man nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich spiele jetzt die nächsten Tage. Wie ich schon sagte, ich habe ein bisschen komische Schichten, dass ich jetzt Nacht, dann früh, dann von der Nacht früh wieder auf Nacht. Da habe ich natürlich dann auch ein bisschen Puffer und ja, schauen wir einfach mal. Dies hat der Plan, ob wir ihn so umsetzen können, ist eine andere Sache, werden wir sehen. Waffenlicht haben wir auch noch mal. Ja, war doch noch mal erfolgreich hier die ganze Session. So, jetzt gucken wir noch mal eben zusammen, was wir an Tech-Tisch haben. Ja, Mauern will ich jetzt noch nicht setzen, weil ich muss dann erstmal irgendwo einen Eingang zimmern. Ich weiß auch nicht, ob die Mauern reichen, ich denke nicht. Wir werden wahrscheinlich nochmal ein paar organisieren müssen. Spritzen können wir eigentlich mal hier vorne ein paar lassen, hier im Verbandskasten auch, das auch. Stoff lassen wir eh hier, da haben wir 20 Millionen. Leitern lassen wir hier. Ein bisschen Essen können wir auch hier lassen, das passt auch. Na, wieso nicht? So, guck mal. Jedes Mal, oder? Gut, ein bisschen was kriegen wir mit an Sofa. Ja, guck mal, ist doch fast alles durch. Komm, gib mir den Mist auch noch raus hier.
Fülle ich gleich auf. Ich laufe jetzt eben mit euch nach hinten, guck eben. Übrigens, das suche ich schon mal mit. Mal die Kohle hier. Ja, dann brauchen wir jetzt auch schon mal ordentlich Kohle, ne? Sehr gut. Ich hoffe doch, dass AK 750 war, oder? Ich muss es eben wegpacken, oder? Das riecht mich sonst wieder nur auf gleich. Handschuhe könnte man dann halt auch noch lernen. Ja, perfekto. Nummer 1. Wie gesagt, ich lerne das Ding jetzt einfach mal. So, 66. Welche Handschuhe? Ich weiß nicht, was sie kosten. 75 oder... Das werde ich nicht lernen, das kostet mir zu viel Haiku. Das können wir auf einem Bowl drauf machen. Natürlich dahin. 20, ja guck mal, können wir uns ja hier auch noch gönnen. So, läuft. Waffenlicht brauchen wir gleich noch für irgendeine AK. Perfekt. Federn, Waffenteile, Haiku haben wir. Ist alles gut. Kriegen wir alles, kriege ich auf jeden Fall. Das kostet AK 3 Federn oder was? 50 hochwertige Metall. Leck mein Arsch. Und 4 Federn. Ja, dann mache ich 2 AKs. Eine sollten wir noch haben, oder? In unserer Lernkiste oder was? Jo. Brustpanzer können wir auch einen so schon benutzen. Ja, gut. Also ihr seht, wir haben 27. 13 Stück könnten wir machen. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Gunpowder und so einen Scheiß zusammenkriegen. Werde ich jetzt sehen. Werde ich jetzt angehen. Muss erstmal gleich Kohle organisieren. Ich werde jetzt aber mal als erstes die AKs machen. Ja, ich bin so geizig mit dem Haiku, weil unser Schrank so viel schluckt. Gut, wie gesagt, ich crafte jetzt ein bisschen und dann war es das für mich heute hier. Wer weiß, vielleicht mache ich noch mal ein bisschen Holz oder ein bisschen Stein. Ich glaube zwar nicht, aber wer weiß. Und ansonsten schmeiße ich jetzt erstmal den Ofen an, bevor ich hier loslege. Noch die Karten nach vorne. Und dann war es das in der Aufnahmesession für mich. Und wie gesagt, Plan steht, ob wir es hinkriegen, so alles das noch umzusetzen hier in der Staffel. Weiß ich nicht. Lasst euch überraschen, ich lasse mich selber überraschen. In diesem Sinne, haut rein. Lasst mir gerne einen Kommentar da und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, in der neuen Aufnahmesession wieder. Bis dann. Ciao.